Machen wir wieder unseren magischen Blick. Da sind Kisten, die nehmen wir gerne. Ich brauche was zum Essen. Kisten? Okay. Ach, Essen, ja. Da war doch was. Na bitte. Hier könnte auch Essen sein. Nee. Mist. Essen ist auch so ein Ding. Mann! Mein Essen. Nee, kein Essen. Essen? Ist das wieder unser Bär? Ja. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Nein. Oh, noch ein zweiter Bär. Ja, natürlich. Natürlich. Oh, da hinten ist Essen. Mist. Lauf. Ich brauche das Essen. Ich brauche zwingend das Essen. Erst das Essen. Wo bist du, Essen? Ich hab dich doch erwischt. Mist. Da ist Essen. Das war nicht viel. Na Mann, jetzt wird's nix. Weg. Ich brauch echt Essen. Es wird leider nix. Komm, sei Essen. Oh, Mist. Ja, leider nicht. Aber ich war echt lang. Ja, leider habe ich es nicht geschafft. Oh, wir wären richtig gut gewesen. Aber ich will euch unbedingt nochmal so eine Krypta zeigen. Deswegen starten wir einfach nochmal neu. Ich möchte gerne so eine Krypta. Ich meine, das ist eine Höhle mit Artefakten drin und so weiter. Aber das ist schon nicht schlecht. Dann müssen wir unbedingt noch so ein Feuer anzünden. Dann kannst du dich vom Hubschrauber abholen und du kriegst noch mehr Punkte. Also jetzt geht's erstmal hauptsächlich nur darum, eine Krypta zu finden. Ne, das haben wir jetzt alles schon mal ein paar Mal gesehen. Leider sind wir nur knapp an den Kryptas vorbei. Ja, die zwei Bären waren scheiße. Deswegen sage ich ja, am Schluss wird man unvorsichtiger, weil man so gelevelt hat. Aber die Bären, die machen einen kaputt. Und steht da was? Ein Tier? Leider nicht. Oh, da Federn. Nee, ein Häschen. Häschen ist gut. Man kann auch gleich am Anfang eine Krypta finden. Dann hast du wieder das Problem, dass du vielleicht kein Öl hast oder so. Naja. Aber das Spiel war echt gut. Wir hätten einfach die... Bei dem Wetter wird das nicht schlecht. Ich nehme es mit. Die... das Feuer anzünden müssen, dann wären wir wenigstens gerettet gewesen. Aber man macht's halt immer nicht. Schwierig. Wenn man so einen Bären im Nacken hat. So, wir brauchen jetzt... Da ist ein Podest. Als erstes immer wieder eine Feuerstelle. Eine gute Feuerstelle. Da ist noch ein Podest. Hier sieht's schon mal gut aus. Ja, siehst du? Okay. Hier drin muss irgendwas sein. Gleich eine Krypta. Gleich eine Krypta. Aber bevor wir da reingehen, brauchen wir erstmal ein bisschen Nahrung.
Und den hier, den Kollegen. Das werde ich mitnehmen. Ja. Und eigentlich brauchen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Weil in der Krypta müssen wir wissen, wo die Schätze sind. Ja, wir holen uns erstmal das Signalfeuer. Ha? Ach so, hat sie vor uns schon gesagt. Also, wir brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte. Zum Beispiel in Form von Rehen, aber... Pustekuchen. Alter. Au. Ach nee, das ist nur ein Orientierungspunkt. Mist. Das nehmen wir mit. Und? Achso, war nur eins. Ja, dann nehmen wir halt von ihm die Erfahrungspunkte. Mein Gott. Da sind wir nicht... Oh, da hinten sind unsere Freunde. Spar dir das für später. Sind da etwa unsere Freunde? Was ist das? Orientierungspunkt? Ja. Genau, wir brauchen ja auch noch... Ja, das sind unsere Freunde. Oh, und die haben... Haben die offenes Feuer? Ja, die haben offenes Feuer. Sehr gut. Nein. Mann, macht ihn doch kaputt. Oh, viele wieder. Viele weg. Weg. Mann. Immer schwierig, da wegzukommen. Komm, weg hier. Der Explosive, den wollen wir nicht. Ihr seid aber auch gierig. Nein, komm. Hey Mann, und dann finde ich es wieder nicht mehr. Ich kann treffe aber auch nicht. Oh, du machst mich kaputt, Junge. Ich treffe aber auch gar nichts. Wo ist das Feuer? Okay, dann gehen wir mal kurz rein. Irgendeiner ist hier noch. Wir gehen mal kurz in die Krypta. Nein. Nein! Oh, ich war zurück. Oh Mann. Mist, Elender. Ja, da sind natürlich Fallen drin, ne? Ist klar. In der Krypta sind Fallen. Aber ich hab... B. Ja, aber B ist runterhängen. Ja, ich. Mist. Ich hätte einfach noch stehen bleiben müssen. Wir machen das nochmal kurz. Wir probieren es nochmal. Aber wirklich. Das letzte Mal. Nein, sag das nicht. Das letzte Mal gibt's nicht. Es gibt kein letztes Mal. Es wird immer noch einmal geben. Na los, komm. Überspringen, überspringen. Heididai. So, die Krypta war gleich da hinten, ne? Links. Und jetzt, wenn wir dahin gehen, ist da keine Krypta. Wir holen uns erstmal hier das Holz hier. Da drüben, ja, das sieht auch gut aus. Dann holt's. Nee, da ist keins und hier ist keine Nahrung. Gut. Dann das Holz hier auch nicht. Da ist ein. Hey. Oh, da ist gleich eine Hütte. Ach nee, das ist. Hä, was ist denn das? Ein Lager? Oh, hier ist gleich ein Lager. Ein Unterschlupf. Ja, ich hätte aber gerne eine Krypta. Naja, okay. Vielleicht ist da drin irgendwas. Wir nehmen, was wir kriegen können. Unsere Freunde sind bestimmt auch bald da.
Da höre ich sie doch schon. Da höre ich sie. Sie kommen. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Ja, hier ist doch ein Feuer. Guck. Aber ein bisschen Nahrung wäre auch nicht schlecht. Und noch ein paar Erfahrungspunkte. Sonst muss ich mich da noch nicht ransetzen. Da ist wieder einer. Na komm. Und da habe ich doch auch ein Gewackel gesehen. Nicht wahr, Freunde? Nicht mit mir. Hier ist eine Kiste. Oh, Öl. Öl ist gut. Öl ist gut. Öl ist wichtig. Was haben wir da hinten? Ein Fass. Da ist ein Fass. Hier sind auch meistens unsere Freunde. Die scheinen unterwegs zu sein. Okay, dann gehen wir erstmal zum Fass. Wärmen uns ein bisschen auf. Wir brauchen Nahrung. Ja, aber nicht so. Ja, wir können die noch nicht sehen. Deswegen müssen wir... Ja, diese kleinen... Oh, hallo. Mann, ich mach... Gerade ist schwierig, irgendwie. Ist gerade etwas schwierig. Ist das ein Orientierungspunkt? Leider nicht. Der war. Der saß. Sind wir wieder zurück am Anfang? Gut. Oh, diesen Abrollen-Skill, den hätte ich auch gerne mal. Ich könnte etwas Essbares vertragen. Ja, liegt hier. Guck hier. Und so. Hammer. Uns geschnappt. Wird das nicht schlecht. Wir wissen jetzt... Wir wissen jetzt, wo das Lager ist. Aber nicht, wo die Krypta ist. Zusätzliches Essen. Gut. Gebe ich auf, bis ich es brauche. Richtig, so machen wir das. So. Ich glaube, dann gehen wir als nächstes. Komm. Spar dir das für später. Ja, das tun wir. Naja, gut, egal. Als nächstes ans richtige Feuer. Ja, das ist immer ganz gut. Dann scalen wir kurz. Versuchen, eine Krypta zu finden. Wobei, in dem Lager könnte auch... In dem Lager hier könnte auch ein... Das sag schon. Ein paar Artefakte sein. Dann sparen wir uns vielleicht die Krypta. Oh, das ging. Cool. What? Nichts. Was stöhnt sie denn so? Schnapp dir den mal. Was hast du? Ich glaube, wir können noch gar nicht. Hat's ihn erwischt? Wir brauchen ja noch ein bisschen Stoff. Um überhaupt den Hubschrauber rufen zu können. Und ich glaube, wir haben keinen Stoff. Wie sieht's? Okay. Lass uns mal kurz reinschauen in den Stoff. 4 oder 5 Stoff gab's? Brauch's? Stoff 6. Okay, ganz oben. Könnten wir also theoretisch machen. Oh, da steht wieder einer. Wo ist er? Oh, da 2. Und der nächste? Da waren doch 2. Ich habe es genau gesehen.
Hier draußen wird es ziemlich kalt werden. Da ist einer. Hey, was? Mist. Das müsste ein gutes Signal abgeben. Oh, da hätte ich Y machen können. Nein. Oh, wie viele kommen denn jetzt wieder? Wie viele? Ich kann hier irgendwo hoch. Irgendwo geht's. Wo seid ihr denn? Ach, hier bist du. In das Knie. Nein, weg hier. Oh, ich sehe nichts. Okay, hui. Oh, keine Pfeile mehr. Mann, Mann, Mann. Freunde, Freunde, ihr macht's mit mir. Verdammt, es ist saukalt hier draußen. Das kannst du laut sagen. Das kannst du wirklich laut sagen. Das Feuer ist da unten. Hier ist das. Hallo? Na, nimm. Willst du nicht? Hä, warum nimmst du es nicht? Kein Bock. Na gut. Na gut, dann setzen wir uns mal hin. Machen wieder die wichtigsten Skills. Wir haben 5 gesammelt. Sehr gut. Machen also das. Dann Krypta. Und Tiere müssen wir auch sehen. Und die exotischen Tiere wollen wir auch sehen. So. Haben wir die Hauptskills gemacht, die wichtig sind, die ich für wichtig erachte. Oh, ich glaube, jetzt habe ich... Kann es sein, dass ich jetzt den Stoff... Ist das möglich, dass wir jetzt den Stoff... Aha, gucken wir mal. Wo ist... Das war knapp. Bereit, ja, weiterzumachen. Das stimmt, das war wirklich knapp. Das war richtig knapp. Ja, ich hätte ein bisschen ein paar Federn gebraucht. Ja. Oh ja, wir brauchen auch wieder ein bisschen Holz. Sehe ich gerade. Wir versuchen mal da hoch. Ja, Stoff brauche ich schon. Federn. Wir versuchen mal da hochzukommen, wo die Freunde waren. Da können wir uns ein bisschen aufwärmen. Was ist das? Ach, hier lag einer, ne? Ja. Und Stoff? Nein, leider nicht. Gut. Du hast bestimmt Stoff, oder? Ja, 2 Stoff. So, wir wärmen uns erstmal kurz. Ein klein wenig. Da liegt was. War da hinten auch noch was? Nein. Nein, alles nix. Schade. Uns fehlt noch 2 Stoff fehlen uns noch. Wir kommen gar nicht weg. Und ich weiß nicht... Warte mal, wir könnten uns da hinten... Den schnappen wir uns nochmal kurz. Also Stoff ist wichtig. Und Stoff kriegen wir aus Kisten. Oder... von unseren Freunden. Aber wenn es hier so stürmt, es wird so schnell kalt. Ich muss weiter. Ich muss diese Krypten finden. Naja, aber halt, hier könnte Stoff sein. Tageslicht. Jetzt müsste es etwas wärmer werden. Kein Stoff, schade. Alles andere bloß kein Stoff. Ist da ein Feuer? Feuerstelle? Nee.
Aber da ist wieder Öl. Und wo unsere Freunde sind, ist meistens auch Feuer. Siehst du? Die Kälte wird ein Problem werden. Die haben ein Feuer. Die haben ein Feuer. Ich sehe die noch nicht, oder? Warte mal, vorsichtig. Da ist einer. Wo ist er hin? Da. Noch einer, zeig mal her. Okay, dann gehen wir mal ganz sachte ans Feuer. Da ist auch eine Feuerstelle. Oh. Hier könnte ich ein Feuer anzünden. Mann, wieder kein. Das ist viel besser. Hä? Noch einer? Ja. Oh Mist. Die schleichen sich an. Die Mistviecher. Wieder kein. Oh. Okay, Freund. Was habe ich denn da schon wieder gehört? Kein Bär, oder? Nee. Ja, ein bisschen Nahrung wäre ganz gut. Aber leider jetzt nicht. Halt, ein bisschen plündern. Stoff ist sehr gut. Nahrung wäre noch besser. Hier könnte Nahrung. Ja, da ist Nahrung. Halt. Bisschen Fleisch. Okay, okay, okay. Keine Krypta. Wir könnten dann mal in Richtung dieser. Oh, da hinten ist Nahrung. Das holen wir uns. Dankeschön. Oh, da ist noch mehr. Ah, das sind Wölfe. Mann. Noch mehr? Okay, war es erstmal. Federn. Und wir brauchen, glaube ich, wieder Holz, ne? Deswegen Holz. Na, ist gerade. Oh, da ist ein bisschen. Nee, es ist Nahrung. Leider kein Holz. Ja, Federn und Fleisch haben wir jetzt genug, aber. Aber mit Holz sieht es wieder schlecht aus. Deswegen erstmal kurz aufwärmen. Was ist denn da hinten? Da ist ein Kistchen. Orientierungspunkt? Ja. Orientierungspunkt. Hier ist ein bisschen Holz. Neuer Orientierungspunkt. Da hinten könnte wieder einer sein. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Holz. Das sieht interessant aus. Da oben. Oh, da könnte eine Krypta sein. Mist. Ein Signalfeuer. Kann ich es anzünden? Oh ja. Es könnte eine Krypta sein. Mit etwas Glück. Ja. Dann finden wir mal raus, was hier drin ist. Oh shit. Ich gehe hoch.
Verschwindest du, oder? Ja, du haust wieder ab. Du haust wieder ab. Wir gucken uns mal kurz um. Da ist das Feuer. Ein bisschen Nahrung holen wir uns noch. Dann schnappen wir uns noch das Holz, was da ist. Los, komm. Nimm schon. Und wir gehen mal rein in die Krypta. Das. Die Temperatur wird fallen. Ich muss an einen warmen Ort. Ja, das stimmt. Aber wir müssen auch hier hausen ein bisschen. Ja, ich lasse das mal hier liegen. Wenn man nämlich... Oh, jetzt mal vorsichtig. Aber das war vor uns zu gut. Das war vor uns zu gut, die Position und alles. Wir müssen mal kurz uns hinsetzen. Ich glaube, wir haben nämlich noch nicht alle Skills, oder? Wir brauchen... Nee, warte mal, wo war denn das? Wo war das? Nein. Doch, haben wir. Habe ich doch schon alles geskillt. Okay. Dann machen wir... Nee. Das habe ich auch schon. Interessant. Was brauchen wir denn hier unten? Was ist denn mal wichtig? Weniger Schaden. Na gut, dann machen wir mal hier oben diese Standardsachen. Das hier. Ja, und dann machen wir hier den nochmal. Gucken uns hier nochmal kurz um. Kopftreffer, naja, ist nicht so wichtig. Munitionsmenge. Ach so, ja, warte mal, wo war denn das? Nein, nein, nein. Wo war das denn? Gleichzeitig zwei Pfeile, nein. Ach komm, dann machen wir fix das. Ist egal. Ich will jetzt nur noch mal fix ein paar Artefakte holen. Kann man hier... Okay, kein Stoff, gut. Waffen-Upgrades. Wenn das kein Stoff verbraucht, dann können wir das machen. Zwei Stoff. Das mal... Vier Stoff. Nee, das lasse ich mal. Ich weiß nicht, wie viel Stoff ich habe und... Jetzt für die Krypta brauche ich das nicht. Also, da hoch wollte ich eigentlich. Ist da oben was? Da ist nichts. Okay, da brauchen wir also nicht hoch. Wir schlagen uns hier ein bisschen durch. Da oben das Erz können wir mal mitnehmen. So, da meistens sind in der Krypta bis zu 6 Artefakte. Nee, das exotische Tier ist bestimmt nicht hier drin. Und dann holen wir die und dann versuchen wir wirklich mal zu entkommen. Auf Fallen muss man hier sehr achten. Sehr, sehr böse Fallen gibt es hier. Und da die ganzen Herausforderungen auch zu schaffen, das ist Wahnsinn. Da muss man halt schon viel Zeit investieren. Und viel Geduld, um hier alles zu packen. Bei 5 Krypten, ich glaube, ich habe erst maximal 2 entdeckt. So, Stoff. Stoff ist gut. Da kann man dann vielleicht doch ein Upgrade machen. Komm hier mal runter. Und man muss auch relativ tief runter, bis man da überhaupt erstmal was findet. Und dann ist das natürlich auch alles etwas verschlungen und... Ja, ich nutze hier exzessiv die Sicht, weil sonst bist du hier ruckzuck tot. Da bist du ruckizucki kaputt. Ist hier unten irgendwas gewesen? Nee.
Oh, jetzt wird es aber auch mal Zeit für das erste. Ja, da unten ist die erste Krypta. Na, lass los. Erste Krypta, sag ich schon. Erstes Artefakt, oder? Ja, genau, da hinten. Und dann überraschen dich auch manche Fallen. Was weiß ich, du bist da 10-mal lang gegangen. Da war nie was, so wie diese Falle vom Eingang. So, unser erstes Artefakt. Hab dich. Unser erstes Artefakt, da kann man uns nicht groß mit Ruhm bekleckern. Ja, und hier bei diesen Höhlen musst du auch öfter rein und raus, bis du alle gefunden hast, weil das ist sehr versteckt teilweise. Hier drüben. Da hinten ist zum Beispiel irgendwas. Aber hier. Na komm. Hier ist ein blöder Abgrund. Und bis darüber schaffe ich es irgendwie nicht. Oder ich habe zu viel Angst. Deswegen lassen wir das aus. Hier ging es irgendwie, hat sich doch gegabelt, der Weg, oder? Ja, 2 Tage erst überlebt. Da ist was. Aber hier sieht es dann auch gefährlich aus, wollte ich gerade sagen. Hier kommen wir noch weg. Ja, hier kommen wir noch weg. Na komm, was soll das? Das schaffen wir noch. Ja, da ist was Schönes. Das haben wir schon. Ist hier noch was? Nee. Okay, dann schnappen wir uns mal das Ding. Was immer das ist. Los. Teil des Bogens. Ja, Teil des Bogens. 1 von 4. Da müsste ich 4 Krypten finden vielleicht. Okay, kann auch woanders sein, aber... Da oben. Okay. Hier müsste, also hier ist auf jeden Fall noch viel mehr drin. Aber find das auch mal. Hier sind wir noch gar nicht reingegangen. Da oben, ne? Ja, natürlich. Komme ich hier so vorbei? Da ist was. Hallo. Und? Ja. Artefakte 3. Na los, komm. Zack. Aber hier ging es doch noch weiter. Ja. Artefakt 4. Na bitte. Na bitte, aber ich glaube, das ist immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh, da hinten. Artefakt 5. Ja, okay, Glück gehabt. Mit dem da unten in dem Eisloch sind 6. Was haben wir denn hier? Okay, wir springen mal hier rüber. Lassen uns hier hinab. Und dann springen wir da rüber. Gut. So, jetzt könnten wir eigentlich langsam raus. Oder ist hier noch irgendwo was? Zeig mal her. Da noch ein paar Pilzchen. Ne, ich glaube, wir könnten jetzt langsam mal raus. Mann! Du böses Ding. Da gibt's noch ganz andere Fallen, die von der Decke kommen und so. Die hier gehen halbwegs, aber... Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, dann können wir jetzt wirklich hier raus. Hier ging's raus, genau. Ja, so ein paar kleine Orientierungspunkte sind schon ganz hilfreich. Oh ja, hier, solche Dinger. Oh, da gehst du zurück, denkst an nichts Schlimmes. Und dann bist du tot. Rucki die Zucki. Ja, die Nahrung geht auch schön zurück, deswegen haben wir oben das Rehchen liegen gelassen. Ja, genau so, du siehst das nicht. Mann! Ärgerlich. So ärgerlich. Das haben die so gut gemacht. Naja.
ich lasse das jetzt, ja? Ich selbst werde es bestimmt noch irgendwann mal spielen. Aber leider haben wir es nicht geschafft. Wir haben ja links ja 3 über Tage 15, ja, also wir wären vielleicht auf eine Summe von vielleicht 200.000 Punkten gekommen am Schluss. Ja. Aber das war die Ausdauermission. Wird jetzt 3 Folgen, ist okay. Und danach ist aber dann wirklich die Aufnahmeschluss. Ich habe auch... Ah, da können wir jetzt nochmal kurz... Doch, wir könnten nochmal kurz reingehen. Habe ich das schon gezeigt? Fortfahren. Fortfahren. Und zwar habe ich auch das Spiel auf 100% gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Hier, Sowjetanlage 100% erledigt. Also das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Das nächste Tomb Raider. Eins davon, das, den Nachfolger haben wir schon gespielt, aber da kommt ja wieder Neues. Werden wir uns bestimmt wieder antun. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen und bis dahin. Ciao, tschüss.